Hallo Freunde der analogen Unterhaltung. Hi. Ich habe es jetzt auch nach Nürnberg geschafft und habe dann mich gleich mit dem lieben Alex geschnappt. Oder besser gesagt, der liebe Alex hat sich mich geschnappt. Und dann haben wir angefangen hier mit unserem Rundgang durch die Spielwarenmesse 2019 und sind dann als allererstes tatsächlich am Stand von Hub Games hängen geblieben. Das ist der Verlag, die Holding On, die haben dieses Storytelling Untold Game, von diesen Story Cubes gemacht. Und wir haben hier was gesehen, das hat mich so ein bisschen an eine Mischung von so Dexterity-Aufbau, also Man at Work meets irgendwie... Genau, also ein City-Building-Game, also ein Stadtbauspiel, trifft auf ein Geschicklichkeitsbauspiel. Das finde ich tatsächlich auch eine ganz coole, charmante Mischung. Also auf den ersten Blick sah es aus wie ein Strategiespiel, aber bei genauerem Hinsehen und nachdem man es dann erklärt bekommen hat, merkt man, das ist gar nicht so heavy, sondern das ist eher eine Kombination, ein origineller Mix. Ja. Und jetzt zeigen wir euch mal, genau, wir zeigen euch hier mal das Cover. Aber um klar zu machen, ganz wichtig, alles, was ihr hier seht, ist absoluter Prototypenstatus. Was das komplette Material natürlich, das ist noch kein fertiges Produkt, kein fertiges Spiel. Der Release von dem Spiel Mega City Oceania von Michael Fox und Jordan Draper ist für den Sommer 2019 geplant. Das Ganze ist ein Familienspiel ab 8 Jahren für 2 bis 4 Spieler und dauert ungefähr eine Dreiviertelstunde bis 60 Minuten. Und ihr seht ja schon, es gibt, wie man das aus vielen Stadtbauspielen kennt, halt so Plättchen, die auf verschiedenen, also das hier sind zum Beispiel Industriegebäude, dann gibt es halt die grünen, sind halt eher so Naturgebäude, die gelben hier sind eher solche Commercials und sowas, also Geschäfte und solche Sachen. Das kennt man ja von anderen Stadtbauspielen, es gibt quasi Plättchen mit verschiedenen Farben, die unterschiedliche Dinge bedeuten. Und dann sind hier aber auch noch andere Symbole drauf. Und das sind sozusagen so, wie soll man sagen, Ankerpunkte, auf denen wir jetzt nachher solche verrückten Gebilde errichten müssen. Es gibt 3 unterschiedliche Materialien. Ich weiß tatsächlich gar nicht, ich glaube Glas und Stahl und... Ah, sehr gut, Alex hat gleich mal ein Gebäude umgeschmissen. Hallo? Und es gibt sozusagen zu allen Farben so unterschiedliche Aufgabenkarten, wo wir dann, da sieht man, wie viele verschiedene Objekte jetzt in diesem Konstrukt eingebaut werden müssen oder manchmal auch strengere Vorgaben, wie dass man halt einen Bogen bauen muss oder irgendwas ganz Hohes bauen muss. Man sieht ja auch schon hier an dem Höhenmesser auch die Höhe, also das höchste Gebäude wird zum Beispiel mit Siegpünktchen belohnt und sowas, hier Marke das höchste Gebäude oder wenn man Gebäude eben aus jeder Art gebaut hat oder wenn man Gebäude gebaut hat, die aus einer einzigen Material bestehen, nur aus Glas, nur aus Stahl. Das Ganze ist dann so, dass man tatsächlich aus so einem Beutel zieht und angeblich eben schon fühlt, natürlich wie groß die Steine sind, aber nicht was für ein Material das ist. Und man kann jetzt entweder 3 Steine einfach per Zufallsprinzip aus dem Beutel ziehen oder reinschauen und sich gezielt eines herausholen. Ja, und also wir haben jetzt bisher auch nur einen groben Überblick bekommen, aber es scheint schon, wie ich finde, eine interessante Mischung zu sein. Eben auch so Light Strategy, also jetzt nicht too much, sondern eher im Familienspielbereich, kombiniert mit einem recht ungewöhnlichen und leicht futuristischen Bauspiel. Das Ganze ist auch in der Zukunft angesiedelt, das haben wir noch gar nicht gesagt. Wir sind in Australien und bauen da in ferner Zukunft eine Stadt auf Wasser. Es scheint Australien nicht mehr zu geben, es gibt nur noch Wasser. Ja. Also das sind wahrscheinlich die Ozeane. Die Erderwärmung, also wir sind hier eigentlich thematisch voll dabei. Ja. Boah, das sind so viele Australier, gibt es inzwischen, dass wir das ausbauen müssen. Hey, wir wissen es nicht. Also ich fand es auf jeden Fall auch erstmal interessant, genau dieser Baufaktor hier. Man puzzelt so ein bisschen vor sich hin, er darf den Stopp rufen, wenn man fertig ist und sein Gebäude dann hier sozusagen an seine Stadt da ranschieben und dann muss man natürlich aufpassen, dass nicht alles umfällt. Ja? Das gilt es natürlich zu vermeiden. Also ich denke, hebt vielleicht dieses Bauspiel auf eine nächste Stufe. Ich bin auch gespannt. Ja, im Bauspielgenre, da tut sich einiges. Wir freuen uns, das war unsere erste kleine Mini-Entdeckung. Alex hat sie gemacht. Guck mal, da drüben, das sieht schön aus. Da war Plexiglas dabei. Ne? Oh, guck mal, bunte Sachen, die aufeinander gestapelt sind. Ja, wir ziehen weiter und stellen euch noch mehr vor. Wie gesagt, alles Prototypenstatus hier. Das Ganze im Sommer 2019 bei Hub Games. Es gibt momentan Status jetzt noch keine deutschen Publisher. Also auch wenn ihr zuguckt, ihr lieben Verlage, hier. Wer da Bock drauf hat, auf jeden Fall. Ja. Bestimmt werden wir noch Gespräche. Genau, ja, da dürft ihr natürlich jetzt als Otto Normal oder Endverbraucher ja gar nicht da sein. Das ist jetzt nur für Presse und Fachpublikum. Aber deswegen machen wir ja hier auch die Videos für euch. Und das vielleicht noch zur Info. Das ist 70 Jahre Spielwarenmesse Nürnberg, also auch ein krasses Jubiläum. Aber. Ja. Also, bleibt dran. Das nächste Video folgt in Kürze. Bis dann. Ciao. Tschüss.